Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Royal Beef React Folge 5. Heute werden wir Beach Spikers sehen und bei mir ist Eddie. Folge 2 und Folge 4 könnt ihr bei ihm auf dem Kanal sehen. Der heißt? Grumpy Ede Action Channel. Grumpy Ede Action Channel und die ungeraden Folgenanzahlen seht ihr bei mir, so auch Folge 5. Beach Spikers. Was ist deine Erinnerung, deine Erwartung? Also ich erinnere mich, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat, das Spiel. Und es ist ja auch das erste Mal im Beef, dass wir in Teams spielen. Also das ist auch nochmal eine neue Dynamik, glaube ich. Oder wir spielen in Teams. Ich meine, 2 gegen 2 war das. Das Ding ist, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie Beach Spikers den Weg zu uns gefunden hat. Ich habe das nicht gespielt auf dem GameCube. Das muss einer von euch in die Runde getragen haben. Aber ich weiß nicht, wäre ich jetzt nicht darauf gekommen, dass sich hinter Beach Spikers so ein geiler Multiplayer-Modus verbirgt. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Also es ist ja ein GameCube-Spiel und ich nehme mal an, ich würde es am ehesten Simon zutrauen, dass der das irgendwie reingebracht hat, weil der natürlich auch super viele GameCube-Spiele hatte und der hat ja zu der Zeit auch im Konsolenbereich, also jetzt 2009 war er schon bei Game One, aber der hat halt super lange im Konsolenbereich gemacht, als der GameCube sozusagen Standardkonsole war und die ganzen neuen Spiele sind über seinen Schreibtisch gegangen. So, und es kann halt sein, dass er das einmal im Konsolenbereich gemacht hat oder so. Aber der hat natürlich dann ganz viele Spiele gehabt noch. Also ich glaube am ehesten, dass es Simon war, der das reingebracht hat. Aber auch das ist eins dieser Spiele, was wir privat zusammen gezockt haben. Das hat eigentlich auch nie jemand von uns alleine gespielt. Das war wirklich so ein Ding, was wir alle gleich cool fanden und gleich oft gespielt haben. Deswegen auch wieder fair. Und bis heute ist das ein Spiel, was einfach mega Spaß macht und relativ zeitlos ist. Und wir legen los beim Intro. Es ist auch relativ easy. Also es ist easy to learn, sage ich mal zumindest. Es ist nicht so komplex. Und wenn ich noch eine Sache kurz da sagen darf, Nils. Unbedingt. Ich finde, das war eine schöne Zeit. Das war eine sehr schöne Zeit. Und ich glaube, auch ohne diese Zeit hätte es Game One nie gegeben, die Zeit da in Düsseldorf, wenn wir uns beim Simon getroffen haben und einfach, wir haben 3 Folgen Scrubs geguckt, Essen bestellt und Beach Spikers gezockt oder was auch immer. Und das war so ein unbekümmertes Leben in unseren 20ern. Und das war eine gute Zeit. Das war echt eine schöne Zeit. Und ich bin 500, 800 Meter habe ich weggewohnt vom Simon und bin mit dem Taxi nach Hause gefahren. Das war eine gute Zeit. Das war eine sehr gute Zeit, ja. Okay. Absolut, gehe ich absolut mit und hat natürlich auch die Basis gelegt, weshalb wir diese Ungemütlichkeiten ertragen haben von uns gegenseitig. Wenn wir nicht gegossenes Fundament hätten, erdbebensicher konstruiert, wäre das schon längst umgefallen. So wird es mit jedem Jahr ein bisschen höher, das Gebäude. Und auch das hier konnte uns am Ende nicht auseinanderbringen, auch wenn es wirklich zeitlang danach so aussah, als wenn es klappen könnte. Folge 5, Beach Spikers. Und zusammen sind wir Super! Ja. Ich glaube, es wird wieder Probleme geben. Oh, das ist ja fies. Dann nochmal raus. Nein, der Blaue! Shit, das ist der Sieg, ne? Jetzt geht's weiter. Beach Spikers wird sehr interessant. Es wird ausgelost, mit wem ich spiele. Ja, also bei Beach Spikers hängt das stark an der Auslosung. Weil bei Beach Spikers Volleyball spielen wir jetzt ja 2 gegen 2. Und da kann man ja nur 50% einbringen und muss sich die anderen 50% auf deinen Partner verlassen. Und wenn der ein schlechtes Los... Ich weiß noch, mit wem ich gespielt habe. Weißt du es noch? Nee. Ich weiß nur, dass ich eigentlich in aller Regel bei diesen... und das ist insbesondere in Staffel 2, glaube ich, auch so gewesen. Oder in späteren, weiß ich nicht mehr. Dass bei allen Spielen, wo wir Teams hatten, habe ich immer das Kacklos bekommen.
Ich weiß zum Beispiel bei Kacklos, wer ist denn das Kacklos? Naja, immer der, der am schlechtesten ist in dem Spiel. Ich dachte, also, bei Basketball habe ich mit Simon gespielt, der halt einfach überhaupt gar keine Ahnung hat von Sport. Wenn ich mit dir gespielt hätte, hätte ich gewonnen. Wenn ich mit Buddy gespielt hätte, hätte ich vielleicht auch gewonnen. Bei hier Smash Soccer habe ich, glaube ich, auch mit Simon gespielt, weiß ich. Aber alles, was Sport ist, ist halt nicht so hundertprozentig Simons Ding. Und ich weiß nicht mehr, wie es bei Beach Spiker war. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir sehen es gleich. Was los wird der Partner, das werden wir gleich sehen. Dann wird's schwierig. Ich habe natürlich auch schon im Kopf Leute, mit denen ich lieber spielen würde und Leute, mit denen ich weniger lieb spielen würde. Aber das kann ich an der Stelle jetzt auch nicht sagen, mit wem ich nicht spielen will. Simon! So, Entschuldigung. Aber das fand ich jetzt aber gemein. Und deshalb, er weiß von nix. Schauen wir mal. Dann machen wir jetzt die Ausrufe. Und Beach Bikers ist schon so eine Geschichte, die anderen haben nie verraten, mit wem sie spielen wollen. Ich sag's aber gerne direkt in die Kamera. Am liebsten mit niemandem von denen. Also, das glauben wir vor allem. Moment, der Ian. Der Ian ist die Lottofee. Der Ian muss jetzt... Doch, du musst... Doch, gib die Kamera. Okay. Was? Aufkleber? Ja, der Ian zieht nun. Nein, jetzt machst du noch mal neu. Mal für die Kamera. Mal richtig. So, der Ian zieht jetzt hier als Lottofee das Duo, das den Beach Spikers gleich miteinander spielen wird. Die anderen beiden sind natürlich dann... Spielen tut Böde. Und der Kollege Nils Bohmhoff und... Es ist spannend jetzt. Nee, ich lass mir ja nichts anmerken. Budi. Der Kollege, damit bleibt das da Spiel war klar, wer gewinnt. Bei mir. Alter, nein, da habe ich mich drauf gefreut. Das ist ungefähr das, was wir auch oft schon zu Hause gespielt haben. Das ist auch, wenn ich es ganz kurz sagen darf, du hast ja nicht gehört, du warst gerade draußen. Ach, mir, es war, es war genau, die Zuschauer sind Zeuge, es war genau der, wo ich eben noch im Einzelgespräch gesagt habe, hätte ich Ey, wenn du mich nochmal intrigant nennst, ne? Moment! Der Simon weiß ja nicht, dass es intrigant ist in dem Moment. Ja, aber für den, weil der Simon, eine Person das es ist nicht super, weiß. Es ist super. Die Leute finden es lustig und Simon fühlt sich geehrt. Ja, aber es ist auch einfach auf Kamera und du wusstest, dass es gesendet wird. Ja, aber, okay. Aber in dem Moment ist erstmal gute Laune für alle. Ja, das stimmt. Du hast, sag ich mal, die Gegenwart auf Kosten der Zukunft genährt. Das war gut. Ja. Und guck mal, Nasti guckt zu gerade hier. Sie schreibt, liebst, dass die Kamera immer so doll im Gesicht ist, dass es das gesamte Bild ausfüllt. Mache ich in Zukunft auch wieder mehr. Ja, das war damals so irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Das war die Zeit. Das war eine andere Kamerasprache einfach. Jackass-Style, ja. Keine Ahnung. Okay. Weil wir sind beide emotional aus einem Holz geschnitzt. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Doch, das ist altes Holz. Habe ich gesagt? Ich glaube es nicht. Ja, ja. Ich kenne ihn. Okay. Also, ich habe gar nicht. Guck mal, weißt du? Nice, ich hab's gesehen. Ja, Nils, ich hab's zur Kenntnis genommen. Du hast mir den Rücken gestärkt. Ich hab den Rücken gestärkt. Und dich damit aber auch zum Komplizen gemacht. Ja, aber das ist. Ich leg nur deshalb den Fokus drauf, weil es ja schon so gewisse Klischees gibt, die gerne bedient werden, wenn es darum geht, was ich so mache. Und ich finde halt, das sind auch so. Das letzte Mal habe ich Buddy den Rücken gestärkt, jetzt stecke ich dir den Rücken. Ich sehe schon, dass. Ja, ich sehe schon. Bevor du dich zu weit lohnst, es kommen noch drei Staffeln, warte mal ab. Ja, aber das bestätigt ja nur deine Theorie, dass ihr mich so gemacht habt. Auch gesagt, habe ich ja in meinem Gespräch auch gesagt. Der Eddie, das ist ein Funskerl. Das Problem ist, alle lügen. Wie einfach alle lügen. Der Eddie kann es nicht so gut wie ich. Was? Ich weiß nicht mal, ob das stimmt, ehrlich gesagt. Das könnte sein. Ich weiß auch nicht mehr, wer bei Beach Spikers, also wie das wirklich war, wer gut war. Und man glaubt ja immer selber, man ist gut. Ja. Aber ich kann es auch nicht mehr objektiv beurteilen. Aber mit Budi ist es grundsätzlich schon nicht schlecht, weil Budi, es gibt eigentlich nichts, worin Budi schlecht ist, außer darin gut zu sein. Ich meine, Simon ist ja auch in vielen Spielen gut. Das Problem ist bei ihm diese Unberechenbarkeitskomponente, wenn irgendwie was nicht nach Plan läuft. Und der will man sich halt ungern dann im Team aussetzen, weil es ist halt so ein bisschen ein Faktor, den man dann nicht so gut, einfach ausrechnen kann. Aber natürlich, wenn er gut ist, ist er auch gut. Also muss man mal gucken. Ich bin selber gespannt. Ja, let's go.
nicht warum, ja, aber das befriedigt sich mit dem Kabel des GameCube-Controllers. Ekelhaft. Widerlich. Hört ihr mal auf, mein Teammate zu dissen, oder was? Folgendes Spiel, folgende Regeln. Beach Bikers, großartiges Spiel, GameCube-Fassung, super Disziplin. Wir spielen ein Tour und Zoo. Letztes Mal wurden die Teams ausgewählt per Losverfahren. Und wir spielen die Guten gegen die Bösen, die Hübschen gegen die Hässlichen, die Klugen gegen die Unklugen, was gibt's noch für positive Sachen? Die mit den Schritten gegen die Unklugen. Ja, genau. Zum Beispiel das und so. Die mit dem Sieg später und nicht mit der Niederlage. Hier wählen wir jetzt einfach unsere Teams auf. Genau. Bödefeld und Budi gegen uns beide. Tschüss. Lass uns spielen. Los. Beach Spikers. Yeah. Wir sind Kuba. Also, man muss dazu sagen, es wird gespielt Best of 3. Ein Spiel geht bis 15. Wer zuerst 15 Punkte hat, gewinnt den Satz. Und wer zuerst 2 Sätze gewinnt von maximal 3 Spielen, der gewinnt die volle Punkte. You heard it! Das Siegerteam beim Tour und Tour, muss man auch erklären, bekommt 3 Punkte. Das Niederlage-Team kriegt nichts. Okay. Gar nichts kriegt ihr, Freunde. Also, ein guter Punkt, um... Ja, ja, wir werden das wegen. Ey, ich muss mal kurz pausieren. Eine Sekunde, ein Kind schreit. Oh, das höre ich sogar bis hier. Das ist insofern nicht schlimm, weil wir das später im Schnitt einfach rausnehmen. Ich bin wieder da. Ah, okay, versuch zu überbrücken. Sorry, sorry. Da? Alles gut oder gibt's? Ja, normale. Okay. Schwierig, dann machen wir den Switch auszumachen. Okay. War es wirklich der Nintendo? Ich hatte sogar gecallt. Okay. Ja, das Problem ist, wenn ihr es wirklich wissen wollt, das Problem ist, der Kleine muss ausmachen, der Große darf noch weiterspielen. Und da entsteht natürlich sehr schwer, das zu balancen bei zwei unterschiedlich alten Kindern, wenn der eine ein bisschen mehr darf als der andere. Naja. Egal, alles gut. Passiert. Aber ich bin ja beruhigt, dass es nicht irgendwas Schlimmeres war. Dann lasst uns einfach direkt weitermachen. Jetzt kennst du ja die Situation, jetzt spielst du ja mit Simon zusammen. Geht es direkt weiter. Ich mach einfach wieder an. Wenn es eben so wichtig ist. Go, go. Ja, sollen wir hier still spielen? Das habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nee, wir haben Pause gemacht. Okay. Sag mal, ist das normal, dass das so eine schlechte Auflösung ist? Ach, das ist wirklich so bröckelig? Krass. So, ich bin 360p ja, ist das. Grün. Ich bin orange. Yay. Ich weiß blau. Bist du blau, ich bin rot. Bödefeld. Ich bin aber eigentlich auch blau. Ja. Ah, guck mal, aber das jetzt weiß ich, warum das 16:9 ist, weil vorher war ja das Spiel immer natürlich 4:3, aber wir haben hier so diese geile Bildauflösung, also das ist jetzt mal ungünstig wegen der Kameraposition. Warte mal, ich guck mal, ob ich das ein bisschen fixe. Ja, das passt doch. Also man muss ein Stück runternehmen. Lustig, dass Eddie bei Eddie sitzt. Stimmt. Ja, das passt doch ganz gut. Ja, und ich nehme mich ein kleines bisschen runter. Aber passt das doch. Bei Eddie passt es auch, ja. Okay. Ja. Okay, let's go. Ah, jetzt geht los! Schon mal schön verhauen. Wir reden nicht. Außer es ist wichtig. Yes! Erster Punkt. Kurz zum Spielprinzip. Also es ist natürlich super easy Beachvolleyball. Du hast gar nicht so viele Attacken. Also es gibt quasi Stoppball. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Und dann gibt es einen Schmetterball. Und dann gibt es beim Aufschlag immer diesen Balken und man muss halt versuchen, den, ich glaube, es ist eine 20 oder so, man muss den möglichst weit oben treffen, kann sogar so perfekt machen und dann ist natürlich die Angabe ein bisschen schneller, schärfer und die Annahme, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob es noch großartig irgendwas anderes gibt. So, eigentlich ist es recht einfach, ne? Ja, du kannst halt, naja, ich weiß nicht mehr, es gab so verschiedene, so wie beim Tennis auch, so quasi einen Topspin oder einen angeschnittenen Ball oder so, aber ja, es ist im Prinzip recht simpel auf jeden Fall. Und ich glaube, die Königsdisziplin war dieses Blocken am Netz, das war... Genau, das war super schwierig. Das war schwer, ja. Das hat auch keiner gemacht, glaube ich. Wir haben uns dann immer positioniert und versucht, das Überstellungsspiel zu machen. Na, das ist easy. Ein Punkt. Ey, zu 0 geht ein Kasten, oder was? Ja. Ein Kasten aufs Maul. Kasten aufs Maul. Da ist sie falsch gesprungen, die Tante! Das tut mir leid, okay, das waren die lustigen 2 Punkte. So, jetzt geht's los. Das war die lustige 2 Punkte. Go, Kuba. Schon 2-0. Ah, Souverän. Oder wie Engländer sagt, Souverän. Souverän. Fantastic! Hast du? Hab ich kein Ding, Alter. Hey,
Heck yeah! Ja, weil je früher man in diesem Kreis steht, wo der Ball hinkommen wird, desto mehr kann man, glaube ich, aufladen oder irgendwie desto besser ist es auf jeden Fall. Ja, stimmt. Und dann ist nochmal dieses Fantastic. Ja. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Ich hätte schon vorlaufen müssen. Was klar, ihr seid echt nicht so gut in Beach Spikers, ne? Okay, jetzt. Hey, Gis. Ich sag an 2-4. Ja, schön. Great. Nicht fantastic gewesen. Ja, die Qualität der Vorlage wird auch ist immer entscheidend dann für den Abschluss. Stimmt, das ging noch. Ja, direkt in das Spiel. Genau, das war, wenn man, normalerweise machen wir bei Beachvolleyball ja immer Annahme, Vorlage, Schlag. Und man kann aber auch den zweiten schon rüberbringen. Und das hat Simon gerade gemacht. Das war schön. Das war gut. Habe ich selber nicht gesehen. Verdammte Scheiße, ey. Ah, nicht stimmt. Nee, ich kann sie ja nicht. Ich knapp. Kann sie erst in der Kasten hier schön. Ich hab wieder normalerweise Bock auf hast du ja keine Chance, wenn du da nicht versuchst zu blocken. Weil dann hat der Der schmettert ja das ganze Feld zur Auswahl. Ist ja eigentlich den Winkel dazu machen, aber das ist in dem Spiel leider hat das nie richtig geklappt, dass man da blockt. Deshalb haben wir das nicht gemacht. Und das ist natürlich richtig mies. Das war richtig gut von mir. Stoppball. Weil der die Vorlage so schlecht war. Hätte ich nicht auf Fantastic kommen können. Und je weiter man hinten im Feld steht, desto schlechter ist natürlich der Angriffsball. Deswegen muss man versuchen, ans Netz zu kommen. Hab ich. So, jetzt wird aufgerufen. Und Druck. Ah. Diese Drecksstoppbälle von euch, das regt mich heute noch auf. Was willst du denn da auch machen? Ja, weil die Animation ist ja quasi wie ein Schmetterball, nur das. Ja. Bam. Und schön nicht gekriegt. Und das war auch immer dieses, wenn man so rüberhüpfen musste über die Person, die da noch liegt. Ne? Das ist die Animation da. 6-4, 6-3, 6-3 steht's. Alle low. Das ist krass, wie sich das Spiel hält, ne? Haben wir damals schon gesagt. Bam! Oh, da fällt's in den Sand, ne? Weil sie keine Movies hat. Er macht den Move nicht. Er macht den einfach nicht. Geht, glaube ich, auch nicht. Was? Stark. Der war mit auch mit 3. Hast du rot gebracht? Hä? Nee, was? Das also war, so Ballwechsel. Du hast stark gesagt. Und ich habe mich schon gefragt, warum, aber du hast gedacht, ja, der war aus. Ich dachte, es war stark von uns. Nee, der war aus? Der war nicht aus, der war drin. Wir haben ja. Der war, ah, der war von euch? In. Ich dachte, der war von uns. Nee, der war von uns. Der war von mir. Das war richtig gut. Ich habe mich schon gewundert, warum du mich lobst. Aber ehrlich gesagt, die Qualität 360p, es wundert mich auch ein bisschen. Ja. Aber das liegt, glaube ich, vielleicht auch daran. So haben wir das doch nicht ausgestrahlt damals. Nee, das haben wir besser ausgestrahlt. Aber das sind ja, wir bedienen uns, haben wir in der ersten Folge ja auch gesagt, einem Upload von Zuschauern, die das gemacht haben. Und vielleicht haben die einfach auch keine bessere Qualität gehabt. Also so wie ich es gehört habe, sind es die Originaldateien von der Webseite von GameOn.de. Und es wurde ja auch nur da ausgestrahlt, glaube ich. Es gab, glaube ich, noch ein paar Folgen, die auch in der regulären Folge waren. Ich glaube, Halo wurde zum Beispiel auch editiert, damit es in die normale Game One-Ausstrahlung passt. Ah ja, okay. Da gab es noch einen Extended-Cut für die Webseite, den habe ich jetzt auch vorbereitet. Mhm. Aber bei den Originaldateien ist natürlich das Problem jetzt, dass archive.org aktuell down ist. Deswegen kann ich gerade nicht nachschauen. Ach so, na egal. Okay, wir müssen damit jetzt leben. Let's go. Aber man konnte auch noch einen Aufschlag so von unten machen, stimmt. Ja, ist drauf! Komm! Ja! Superschön! Wie geil ich den geholt habe. Fantastic, ja, das war natürlich noch alles draus gerettet. Ja. Schön! Ja. Ey, ihr habt nur diesen einen Move, Leute. Es ist zum Kotzen. Wieso habt ihr das denn nicht gemacht? Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wir wollten halt richtiges Volleyball spielen. Ist ja nicht so, als ob wir dafür zu blöd sind. Macht's da ist er wieder von unten. Den kriegt er nicht mehr. Scheiße. Stark! Gabi! Das ist der beste Ballwechsel des Landes. Hab ich. Achso, jawoll! Er ist immer noch heiß. Jawoll! Ja, oh, der ist noch heiß!
Hast du? Ja, weiter. Ja, wir müssen. Geh hoch. Ja, ich geh hoch. Gedorz! Holy! Das ist ja der beste Ballwechsel überhaupt. Das ist einfach ein gutes Spiel. Es braucht manchmal nicht viel, ne? Nee. Hab ich. Hat er gut. Ja, das war super. Nee, achso, das war ihr. Aus Versehen gelobt. Die zweite. Ja! Ja! So ein gutes Tennisspiel wäre auch mal wieder geil. Ja. Das, obwohl der Kampf bei euch gar nicht geht. Das ist krass, ne? Da habt ihr behauptet, euer Knopf geht nicht. Ich würde den Nils gerne. Ja, man muss schon sagen, es ist eine ziemlich deutliche Klatsche hier. Also am Anfang, wenn wir return. Ja. Hatte ich so gar nicht abgespeichert. Oh, Ass auch noch. Ass. Jetzt auch noch den Aufschlag. Das war kein Ass, das war ein Fehler für euch, oder? Nee. Selber kein Aufschlag. Wenn ich sein kann, was nicht sein darf. Ey, aber ich drück doch. Du hast doch gesehen, dass sie sich hingebrochen haben. Das ist der Grund. Uns zwei Emotionsassis in einem Team, das ist, da fehlt das ausgleichende Element. Wir ziehen uns gegenseitig nur runter. Ja. Es gibt keinen, der sagt, wir schaffen es noch. Das stimmt, ja. Das ist wirklich ein Problem. Einen von uns kann man noch kompensieren. Zwei ist schwierig. Was? Guck mal, was war denn das? Ey, wer von euch ist denn der Blaue? Ja, ich will nicht, dass du nicht aufhörst. Das ist so lächerlich. Warte, was hast du gesagt? Hä? Wer ist der Blaue? Ich wundere mich. Und dann habe ich nicht verstanden. Aber auf jeden Fall kann ich davon ausschließen, dass du versuchst, uns gegenseitig aufzuhetzen. Ja, obwohl das eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Warte, ja, eben, exakt. Fantastic. Okay. Kann Ding. Das ist so geil, wenn wir jetzt gewinnen. Das wäre so toll. Ich hab's noch nicht verstanden. Wunder mich. Drunken! Jawohl! Wahrscheinlich irgendwie nach dem Motto, ich wundere mich, dass der sich nicht über seinen Kollegen aufregt oder sowas. Ja, irgendwie sowas, ja. Okay. Kann Ding. Das wäre so geil, wenn wir jetzt gewinnen. Das wäre so toll. Jawohl! Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum wir das nicht machen. Das scheint ja eine ganz gute Taktik zu sein. Ja, absolut. Weil ihr habt es ja auch einmal habt ihr's gemacht. Yes! Oh, Jesus. Alter. Ja, ich glaube, man darf nicht zurück, weil du in diesem Kreis bist. Ja, Zwischenbericht irgendwie? Ach, jetzt komm, bla bla blub, hier, nächster Satz. Ja, alles richtig gemacht, ja. Wer hat gedrückt? Wiederholen, nächster Satz. 1-0, ne? Gut. Zu 4 war das, glaube ich, ne? Zu 4, ja. Oh. Yes. Oh! Uiuiui. Das geht natürlich nicht gut los. Ja, das war ein Bug. Der kann deutlich gesehen, ne? Oh, da können sie nicht mit sowas umgehen. Und vor. Aber das ist, da merkt man schon so ein bisschen, der Biss ist raus, ne? Also der erste Satz so überzeugt gespielt deutlich, und ja. Diese drei Bälle danach waren, jeder einzelne dieser drei Ballwechsel war von uns schlechter als die 15 oder wie viel das waren, noch mehr, 25 davor. Das war Glück, ja, das war Glück. Ach, du meinst, bei euch beiden war die Luft raus? Ja, das ist, ach so, ja, ich nenne es immer das Post-Boss-Syndrom, also weil wenn du bei Dark Souls einen Boss legst, danach stirbt man an Standard-Mobs, weil man so überheblich ist und die nicht mehr ernst nimmt. Und das ist das gleiche Gefühl jetzt gerade, dass wir nach diesem Satz so völlig den Biss einfach für einen Moment verloren haben. Hast du uns gerade Standard-Mobs genannt? Ja. Okay. Warte mal. Da ist er. Diesmal habe ich ihn. Ja! Und da mache ich klar. Ihn. Hätte man drauf kommen können. Das sagt einiges aus. Naja, das geht halt, weil wir nicht am Netz stehen zum Blocken. Wenn da einer stehen würde zum Blocken, könntest du den Move gar nicht so easy machen. Aber dadurch, dass wir quasi du musst einfach nur stehen da, ja. Oh, das war schlecht. Haben wir. Ja, direkt rüber. Oh, nee, doch nicht. Ja, aber er macht ihn. Komm um! Geh rechts. Da rechts ist doch alles frei. Oh, wie mies.
Aber man sieht ja, durch die Pfeile, glaube ich, auch immer. Da erscheint so ein Pfeil, in welche Richtung der Gegner hier. Da sieht man so ein bisschen. Ich habe da, glaube ich, damals gar nicht drauf geachtet, aber jetzt fällt mir das auf jeden Fall auf, dass man so ein bisschen schon sieht, in welche Richtung du schlagen wirst. Ja, man sieht... Hier, guck, da, dieser kleine rechte Pfeil und da ist geht nach rechts. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals jetzt auch gecheckt habe. Ich habe mal diesen blauen Balken, auf den habe ich immer geachtet. Voll! Oh. Ja, Mann, Zimmer in Was Böden. Was nice! Oh, schön gerettet von Bulli. Schönes Ding! Cool. Okay. Schönes Ding, Böde. Fantastic! Jetzt aber. Hab ich doch. Jawohl! Jawohl! Und? Fertig. Ja, das ist, wenn zwei hingehen, ne? Oh, Entschuldigung. War eine Freudenpause. Eine Freudenpause. Aber die macht die Freude mal Pause jetzt. Komm kurz. Pass auf, schnell mal. Ich hab ihn. Ja, Kommunikation ist key hier in dem Spiel. Hab ich. Ja, da hätte ich passen müssen. So! Oh. Manchmal sind die einfach so lahm in ihren Würfen. Aber es ist schon auf jeden Fall spannend. Boah, ist aber auch schlecht. Wir spielen einfach schlecht. Schönes Ding! Und den muss man natürlich ausgleichen. Warum kriegen wir das nicht hin? Das ist irgendwie komisch. Nice. Oh, Jesus Christ. Momentum kippt. Okay, nicht abfangen, nicht abfangen. Jetzt, nein, jetzt nicht. Das will was heißen, wenn Simon sagt. Nein, aber es ist die Art und Weise, wie er das sagt. Er sagt, er fuckt sich darüber ab, dass du drohst, dich abzufacken. Achte mal drauf, wie er das sagt. Achte mal drauf. Nice. Was? Ja, jetzt, okay, nicht abfacken. Jetzt, nein, jetzt nicht. Hier, dann hin. Ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Aber wir werden gewinnen. Hab ich. Hast du noch? Ja. Da hüpft sie zurück. Board change. Als Spieler wieder mitwinden. Jetzt spielen wir wieder mit Wind. Das Bam. Hat nur leider nicht im nächsten funktioniert. Schön. Jawohl. Nein! Oh, da ist er hingeplumpst. Kann passieren, ist nicht schlimm, ne? Ist erstaunlich, wie ruhig ich bin. Ja. Ich habe fast kein Wort gesagt, oder? Oder murmel ich da nur so vor mich hin? Entweder du bist konzentriert oder du bist schon desillusioniert. Wahrscheinlich beides. Oben rechts. Voll! Du musst ein bisschen. Also, ja, dann mach ich den Stockball. Nee, das ist ja nicht mal wegen der Kamera. Du siehst immer so ein bisschen, wo sie hinziehen. Dadurch, dass sich die Kamera schon ausrichtet. Okay, aber wir haben das damals offensichtlich auch nicht gecheckt. Ich habe das auch, was du gerade sagst. Ich achte jetzt nochmal mit den Pfeilen da drauf. Ja, nee. Da war er nach links, aber der Ball ging nicht. Na, egal. Das ist auf jeden Fall ausgeglichener als die erste Runde. Mhm. Du sagst Bescheid, wenn wir richtig spielen sollen. Was? Du sagst Bescheid? Du sagst Bescheid, wenn wir wieder richtig spielen sollen. Ja. Sorry. Oh, da geht er weg. Oh, stark haben wir das hier noch. Guck mal. Klasse. Ich hab ihn. Hab ich. Mann, warum mach ich das? Das ärgert mich nicht. Alter, bin ich gut von dir. Schön. Oh! Hab ich. Oh! Was mach ich denn? Da gehen sie da. Ja, das war mein Fehler. Vergangenheits-Nils muss gescholten werden. Auf jeden Fall eine reelle Chance. Pam! Boah! Replay. Oh, da gibt's ein Replay. So geil war der. Das haben wir sehr gut getan. Eifersucht. Also, man muss schon auch zuhören. Also, ich achte auch natürlich aufs Spiel. Weil das ja auch voll spannend ist. Aber das, wir sagen ja dann manchmal so sehr leise oder so im Hintergrund irgendwelche Sachen, die darf man nicht wegschlüpfen lassen. Wieso denn so langsam?
Smash den doch. Tschüssing. Oh, scheiß war das. Schlechtes Zeug. Was? Wieso? Sind die bei uns nicht richtig? Wir haben uns einfach die Moves nicht richtig erklärt. Ihr seid schuld. Ja, die haben uns einfach die Moves nicht richtig erklärt. Auf der Suche nach Gründen. Ja, sehr gut. Hab ich. Oh, das ist es. Ach so, man darf ja nicht zweimal selber, ne? Nee. Man sich ja selber vorlegen. Hab ich. Ja, ihr smasht wir nicht. Ich weiß nicht warum. Guck mal hier, jetzt. Da ist der Smash. Und? Da? Oh, Achtung, stark. Nein! Yes. Haben wir gut geholt. Wichtiger Punkt. Bis wie viel geht's? 15? Ja. Ich habe keinen Schmetterball mehr hingekriegt. Ich weiß nicht warum. Jetzt. Achso. Nee. Nee, das hast du nicht? Okay. Das haben wir in die Hocke gelegt, ne? Oh, Entschuldigung. Bleibt spannend. Oh. Hammer. Oh, schade. Sauber. Bullis Geräusche kann man auch aneinander schneiden einfach. Ratatatatz. Hol ihn! Oh, gut geholt! Da ist er, der Smash! Oh, so schön! Ja, da galoppieren wir davon! Da. Auf den letzten Metern. Ja, ja. Naja, da ist jetzt kaputt. Da sind wir. Ist jetzt alles aus. Jetzt ist. Da wisst ihr auch. Keine Chance. Weißt du, das erste Mal, dass du richtig Spiel abschaust? Das stimmt, oder? Ah, du wirkst richtig ernüchtert, also so richtig jemand, der sich für chancenlos. Ja, ich hält, von Anfang an. Ich hab's ja schon auch befürchtet, dass es in der Kombination nicht gut wird. Ach, kein Aufbäumen. Aber ich weiß halt auch nicht mehr, wie unsere privaten Matches so waren. Vielleicht hatte ich da schon Wissen. Aber ja, ihr habt es auch gut gemacht. Also, wir haben ein wenig Land gesehen, muss man sagen. Ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass wir es schaffen können. Oh, der war so leicht. Warte, okay. Der war so leicht. Aber ich mag das, dass Simon auch so ein ekliger Gewinner ist. Ich mag das, dieses eklige. Das ist so leicht, weil ihr so schlecht seid. Ich mag das. Schön. Gratulation. Das ist gut. Ja, da war jetzt sportlich nicht so viel Spannung in dem Teil. Wieso, sorry. Es ist einfach... Ich gönn's ihnen wirklich nicht eine Sekunde. Weil Budi nicht der Spiel gar nicht kann. Ey, ich muss sagen, Budi hat richtig gut gespielt. Ja. Das ist so typisch. Ich kann nicht pausieren. Das ist so typisch, du. Dann nochmal genau das Gegenteil sagen. So, naja, also Budi war richtig stark. Ich nehme ihn halt in Schutz. Ja, aber da ist natürlich auch. Ist ja nicht so, dass du nicht gehört hast, was er gerade gesagt hat. Das ist schon. Ja. Kurzes Endergebnis in der Disziplin Beachbikers. Yeah! Sagt er das aus. +3 Punkte, +0 Punkte. Ich harre der Dinge und erwarte endlich mal irgendwelche... Da kommen die nächsten Süßigkeiten. Einfach bei der Disziplin Beachbikers. Kurzer Zwischenstand nach 5 Disziplinen. Simon, 6 Punkte. Eddie. 7 Punkte. Nils. Scheiße. 12 Punkte. 7 Punkte. Alles okay. Ist ja vor allen Dingen auch ganz schön krass, wenn man sagt, das eine Team kriegt 3 Punkte, das andere 0. Mm. Dann ist das ja eigentlich voll das krass Big Game. Also, absolut, das ist ein richtiges Big Game, ja. Auf jeden Fall. Weil du hast ja nicht mal die Chance, noch irgendwie einen zweiten Platz zu machen oder so, sondern genau, ist entweder alles oder nichts. Und 2 Leute kriegen 3, also das ist auf jeden Fall sehr gewichtig und auch dann halt mit wem man spielt, ist dann natürlich bei Spielen, wo es jemanden gibt, der besser ist als ein anderer, dann ist das natürlich die Auslosung schon 50%, sag ich mal. Mhm. Erstmal.
jetzt schon wieder was Chips. Anderes. Das ist der fünfte, oder? In jeder Folge habe ich einen anderen Snack. Und wir haben das in einem Tag aufgenommen. Was ist hier los? In Halo holen wir uns auf jeden Fall Platz 1 und Platz 2. Lieber mit dir verlieren, als mit denen gewinnen. Und steht Platz 1 in Halo, ich bin Platz 2, okay? Little did you know. Oh Gott, wenn man, wenn man noch weiß, was passiert ist. Tja. Ey, aber tolles Spiel, ich habe richtig Bock gekriegt auf Beach Spikers. Mhm. Ja, wirklich, muss ich sagen, so simpel und so gut und macht einfach Spaß. Easy to learn, hard to master. Also Beach Spikers könnte man nochmal eine Reunion machen. Das war Folge 5, Beach Spikers. Also ich fand, das war eine interessante Folge. Es war nicht so viel Feuer drin, glaube ich, weil das sportlich zu eindeutig war. Also wir kamen nie in den Moment, wo man dachte, okay, ich kann jetzt vielleicht mit ein bisschen Intriganz da noch was rausholen, wenn ich das gegnerische Team zersetze durch irgendwelche Kommentare. Das hat alles nicht so gefruchtet. Deswegen war das eine relativ ruhige Folge, eindeutige Folge. Ja, das Spiel hat da auch so, es ist schwer, da bei dem Spiel was Persönliches zu machen, ne? Also bei anderen Spielen kann man ja sich auf jemanden einschießen oder irgendwelche Nervtaktiken oder so. Hier war es halt schon so, jeder versucht, den Ball rüberzubringen und dann guckt man, was passiert. So, es war jetzt nicht so, es nicht, also es macht Spaß, das Spiel, aber es ist jetzt nicht so geeignet, um, glaube ich, da noch persönlich sich zu hassen irgendwie. Das wird sich aber zum Beispiel dann beim Halo Beef komplett ändern, weil da ist es genau das Gegenteil. Genau. Aber nächste Folge genau, ist noch wie du nicht sagst, Halo. Weil es gibt halt immer Spiele, die erlauben es einem, sich gegen jemanden zu verbünden. Also generell sind jeder gegen jeder Spiele sind halt viel feuriger, dass ja viel mehr Drama schon angelegt, weil, ja, in der Konstellation schon, weil oft ist es so, jemand führt, dann gehen alle auf den, derjenige versucht sich dann Verbündete zu holen, sich zu verteidigen, es irgendwie zu verhindern, dass man zu dritt auf einen geht. Das ist dann sehr dynamisch, die Allianzen und die Feindschaften, die wechseln halt auch schnell. Es ist opportunistischer, ne? Den man eben noch als Feind hatte, braucht man vielleicht jetzt als Freund, das sieht man ja dann auch in der zweiten Staffel beim Risiko-Beef. Da muss man dann da kommt dann die psychologische Ebene noch mal dazu. Aber nächstes, nächste Disziplin habe ich tatsächlich auch wieder null Erinnerungen dran. Das war Geometry Wars. Ich weiß nur, dass das auf jeden Fall, glaube ich, ein Simon-Spiel war. Ich war damals, glaube ich, nicht einverstanden, wenn ich mich noch recht erinnere, mit der Wahl, weil ich überhaupt keinen Bezug zu Geometry Wars habe. Das ist so ein Booty-Simon-Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Was war das nochmal? Ja, ich habe so ein Ballerspiel, wo mit so Dreiecken oder sowas, ich weiß es nicht mehr so genau. Irgendwie nee, so ein ganz komisches, doch, das ist so ein komisches Ballerspiel, meine ich. Ist das so, wo man so zwei Seiten hat? Twin-Stick-Shooter, okay. Und das war, glaube ich, ein Spiel, was Simon und Budi in ihrer Game-One-Zeit viel gespielt haben. Das war nichts, was wir zu viert viel gespielt haben. Ich war kein Freund von dieser von dieser Wahl, weil ich absolut keinen Bezug zu diesem Spiel hatte. Es war neben, wie heißt das Rennspiel, was ich auch so hasse, da dieses von oben. Micro Machines und dem mit den Motocross-Bikes. Das sind meine drei Hassspiele im Prinzip. Ja. Weißt du noch, das wie heißt das? Das Motocross-Ding. Wo man so wackeln muss. Ja, wie so. Hieß das denn noch? Das 2D-Ansicht. Genau. Mit der Physik, mit dieser relativ realistischen Physik. Ich habe vergessen, wie es heißt. Weiß es bestimmt. Ja, Chat wird Trials, genau. Trials HD. Genau. Das sind so meine absoluten Hassspiele. Aber vielleicht birgt das ja dann auch ein bisschen Entertainment. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Folge 6 ist die nächste, die dann wieder auf deinem Kanal Grumpy Ede, der Action-Kanal. Und Folge 6 dann wieder bei mir. Wir alternieren das durch. Ungerade Folgen bei mir, gerade Folgen bei Eddie. Ich guck nochmal, was da los war. Ich bin für YouTube mache ich das auch nochmal in guter Qualität, das Video. Ah. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil YouTube hat es irgendwie nochmal auf 360p runter gedownscaled anscheinend. Dadurch wird es pixelig. Deswegen, wenn ihr jetzt gerade im Stream dabei wart, schaut auch nochmal die Aufzeichnung. Neutrale Qualität dann. Mhm, und für die nächsten Folgen denke ich mir dann was Besseres aus. Okay, perfekt. Okay. Machen wir genauso.
Ja, dann war's das von uns. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Wir freuen uns über Kommentare. Wir wollen aber auch nochmal das sagen, was Eddie in der letzten Folge gesagt hat. Wir zeichnen das immer so in Blöcken auf. Und daher können wir dann euer Feedback oftmals dann erst 2-3 Folgen später mit einfließen lassen, falls ihr was zu kritisieren habt. Ansonsten freuen wir uns natürlich über nostalgische Kommentare zu diesem Beef. So sieht's aus. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss. Peace out.